MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, mein Name ist Herbert von GamerTV. Willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaft Simulator 2011. Mir ist gerade was Lustiges passiert. Ich habe natürlich alle Helfer schon mal angeschmissen und so. Und schaut mal. Nein, ich kann euch das nicht erklären, was er hier versucht. Ich habe ganz normal... Jetzt hänge ich auch da drin fest. Das Gesteck vorne angekoppelt und dann ist das passiert. Ich habe mal das Ding da abgekopselt. Wartet mal ganz kurz. Ich klappe das hier mal ein. Ja. Oh, wunderbar. Geschafft. Schade, sah aber sehr amüsant aus. Was war denn das jetzt? Nein. Ja, genau. Nein, das ist doch Blödsinn, was ich hier mache. Nein. Quatsch. Ist alles Quatsch. Was ist denn das hier? Hallo? Kacklenkung. Ach, fuck drauf, Mann. Das ist doch nicht normal. Ey, kaum ist das Spiel wieder drauf. Schon habe ich die ersten Probleme. Weiterspielen natürlich. Anhänger. Großer Kipper. Würde ich gerne einen verkaufen. Ah. Verkaufen. Oh. Okay. Verkaufen. Das war aber jetzt der richtige, oder? Ja, wunderbar. Ganz kurz abkoppeln, um frei zu kommen, um danach wieder anzukoppeln. Ja, genau, so. Und ja, wunderbar. Halleluja. Was ich jetzt kaufen werde, ist ein großer Kipper. Habe ich den jetzt gekauft? Nein, noch nicht. So, den gehen wir jetzt holen. So, eine Runde gedreht. Kurz nochmal auf die Map geschaut, wo ich nochmal hin muss. Solange wie ich nicht gespielt habe, ist das immer so ein kleines Drama. Nein, falscher Knopf. Was war das? Nein, auch nicht. Nein, eben nicht. Genau, so, damit ich auch was sehe. Ja, lange nicht gespielt worden, aber endlich mal wieder dabei. Das alte Ei. Ja, bald kommt Farming Simulator 2013 raus, der Landwirtschaftssimulator 2013. Und ja, dann müssten wir uns leider von dieser schönen Welt hier verabschieden. Es war eine schöne Welt, wir haben viel geschafft, meiner Meinung nach. Wir hätten viel mehr schaffen können, wenn es nicht so viele Probleme gegeben hätte und so. Davon ist das gute Stück. Mal die Rundumleuchte an. Wupp, wupp, wupp dich und schwupp dich. So. So. Wunderbar. Und dann bewegen wir uns in Richtung da lang. Glaube ich zumindest. Genau, das ist, glaube ich, der schnellste Weg dorthin. Über diese komische Bergstraße hier. Irgendwo haben wir nämlich ein Feld aufgebaut. Das habe ich alles noch so grob im Kopf, aber wo genau alles ist und so, das weiß ich nicht mehr. Das ist alles irgendwie so aus meinem Kopf rausgefräst. So gesehen, so Löschungsprozess gestartet und weg. Müll weg. Einfach weg. Und ich glaube, hier kann ich jetzt runterfahren. Meines Wissens. So. Ja, genau, da vorne müssen wir hin. Wow. Mais. Alles für die Kühe. Das Schwänzchen müssen wir ausfahren. Halt. Mal cool bleiben hier. Wunderbar.
So. Halt. Ich muss das Ding doch noch anschmeißen, liebes System. Ja. Ah. Hallo? Anhalten. Hallo. Hau rein. Es geht nicht mehr. Ich kann nicht aussteigen. Es ist eine Teufelsmaschine. Ich kann wirklich nicht mehr aussteigen, Leute. Hä? Oh mein Gott. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann nicht switchen, nicht aussteigen. Nicht beenden. Ja. Na, Hauptsache wir sammeln, ne? 4%. Der Rest geht jetzt nichts mehr, oder wie? Gut, ich melde mich gleich zurück. Da bin ich wieder. Und zwar muss ich die traurige Nachricht loswerden, dass dieser Spielstand defekt ist. Anscheinend hat er es nicht geschafft, durch die Kopiererei beim letzten Absturz von meinem ganzen Rechner zu überleben. Ich werde gucken, was ich machen kann. Das heißt, erstmal wird dieses Let's Play leider pausiert. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich werde mal mit Astragon tippern. Vielleicht haben sie einen Tipp für mich. Ich hoffe es einfach. Und ja, wie gesagt, es wird erstmal pausiert. Tut mir eigentlich leid. Eigentlich hatte ich gerade wieder Spaß dran, aber naja, was soll ich machen? Zaubern kann ich nicht. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei meinen anderen Videos. Es tut mir irgendwie leid. Oh. Vielleicht möchtet ihr die Musik nochmal genießen oder so. Tschüss, Leute.